Verkauf mir am besten den Astrup, oder? Oder wo verkauft man das am besten, das ganze, den ganzen Scheiß? Ich verstand nicht, ne? Wo verkauft man denn den ganzen Scheiß? Was für Scheiß? Ja, den ganzen Scheiß, den wir gedroppt haben, den ganzen Müll, das ganze Zeigel. Bei der Tafel. Ja, aber in welcher? Ja, das ist ja egal. Die ist verbunden mit überall. Ja, wenn ich jetzt an der Astrup-Tafel bin, dann gebe ich Gems ein, dann habe ich nicht dasselbe Angebot, wie wenn ich in Bonta Gems eingebe. Deswegen frage ich ja so blöd. Das sollte eigentlich alles dasselbe. Okay. Ja, wenn ich in Astrup Gems eingebe, habe ich, was weiß ich, drei Ergebnisse oder so. Und wenn ich bei den Bonta drei Gems eingebe, dann kriege ich halt mehr als drei. Also muss da ja ein Naja. Unterschied sein, sonst. Also ich sehe da keinen großen Unterschied, wenn ich. Ich gucke einfach mal alle durch und dann nochmal eigentlich gleich. Deswegen, also ich meine nicht, dass da ein Unterschied ist. Ja, aber das guckst du doch selber an. Da ist ja Ja. einer da. Sonst würde ich doch bei beiden genau dasselbe finden, oder nicht? Naja, vielleicht kann es ja auch sein, weil das Astrup ist und nicht eine von den anderen Nationen. Ja, das war ja meine Frage. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich gehe nur jetzt davon aus, dass es so ist. Also. Hättest ja entbehindert. Aber warum soll Astro eigentlich abgekapselt sein von den anderen? Das macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Weil Astrup Newbie ist, also wo du anfängst. Ja gut, aber da kannst du ja trotzdem alles verkaufen. Ja, ich habe keinen Plan. Total bescheuert Das ist das irgendwie. Porno. Ach scheiße, die Wand dann, keine Ahnung. Oh, ja. Wollen wir das mal machen? Mal gucken. Was? Mit dem Boss Smasher. Was? Hast du nicht heute gelesen? Das hast du gekriegt. Was? Ja, das heißt Boss Smasher. Ja, und jetzt? Ja, was ist das? Was tut das? Was machen wir da? Keine Ahnung. Muss man schon erklären. Mann, passt du überhaupt auf, wenn du reinlockst? Hä? Was soll ich da gekriegt haben? Da war oben in der Ecke war so eine Meldung. Oben in der Ecke. Ja, oben in deiner Ecke. Die linke Ecke. Da steht gerade Mineraltower. 2500 Nein, Punkte. nein, nein. Da war so ein Flugblatt-ähnliches Teil. Und da stand Boss-Schmecher. Stand bei mir nicht. Ja gut, da du es ja anscheinend nicht weißt, stand es bei dir nicht. Das bestimmt auch weggeklickt. Ja, keine Ahnung, denkt man schon. Okay. Das ist der Bivok Dungeon. Und den müssten wir Ah, eigentlich. doch, ja, stimmt, habe ich schon gehört, ja. Genau, da muss man mit Stasis Ja. irgendwas durch und. Auf einmal weißt du das, ne? Ja. Pures Welcher Können, das ist ja. dann? Du musst da bis 15 oder höher schaffen.
Oh cool, du kriegst einen Heavenback. Also ein Dings. Und ein Titel, Talkfan. Lass mal Inventar leer machen. Ich dachte mal, ich würde gar nichts mehr. Ja, und dann kommt es an, wie viele Boss-Smashes du in einem Jahr geschafft hast. In einem Jahr. Ja. Hä? Guck mal, da steht da: You will require additional rewards depending on the numbers of boss-Smashes that you have completed at the end of the year. Huh. Und dann 1 bis 4 Surprises, 5 bis 7 Shiva-Pet und 8 bis 10 Kostüme. Und der Rest geht leer aus. Wie war's? Das könnt ihr auch. Ach so, 8 bis 10 Bosse und du kriegst das, oder was? Ja, alle kriegen das. Ach so. Das ist nur, wie du gemacht hast. Okay, weil die Shiva-Pill ist eigentlich nicht so geil. Hat nur 30 AP, 20 Distance und 20 Prospecting. Ja. Sollen wir da mal durchgehen? Oh, ich glaube heute mal habe ich keinen Bock mehr. Ja, ich habe bis zum 30. Also, ja dann. Da ist ja noch Time. Heute keinen Bock auf irgendwas oder wie? Mein Inventar ist voll, Alter. Ich muss das erstmal aussortieren. Das ist so voll. Es platzt Ja. dauernd aus allen Nähten. Das nervt einfach wie Sau. Ich meine, ich habe ja schon drei Taschen. Die eine hat 23, die andere 29, die andere wieder 23. Aber mit allen drei Charakteren alles voll. Das ist halt echt. Boah. Okay, da musst du erstmal natürlich aufmachen, ne? Das machen die mit Absicht, damit du denen ihre scheiß Taschen kaufst. Aus dem Kackshop. Aber das will ich nicht tun. Ich zeig's denen, ja. Ach, Kacke. Schreddern gehen hier. Diesen Schäferlags Begleiter ist irgendwas wert? Ja, Bestimmt welcher? ein Schäfer. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, der bringt 10 Health Points, nur Critical Hit und Initiative, aber nein. So. Ist auch so kacke, warum ich in meiner Wandertasche nicht die Charaktere wechseln kann. Ah.
Das Problem ist ja beim Runenschreddern, dass ich ja nur das Inventar von dem Charakter habe, der halt gerade hingeht, ne? Das ist halt auch so, Ja. ne? Doch, dass du nicht einfach rüberpacken kannst. Ja, das extra rübertauschen, der jede einzelne Scheiße, hab ich keinen Bock. Dann laufe ich lieber nach Bonta zum Dingens Crusher. Ja. Nur von den Fresshecken von vorhin 9999 von den Level 20er Pulver. Yes! Moment, das ist aber auch. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommt man schon ziemlich weit von oben. Naja, sagen wir die Hälfte, ne? Du hast aber auch noch gar keine Runen verbessert oder Runen eingesetzt irgendwo oder so, oder? Ach cool. Was bringen denn die Dinger? Ich habe Runen in meiner Ausrüstung. Keine Ahnung, was für Runenslots du hast. Ja, eine ganz normale scheiß Rune. Oder ist das ein spezielles Slot oder wie? Runenslots in deiner Ah, Ausrüstung. Defensive Gem Slot. Ah, okay. Das meinst du oder wie? Attack Gem Slot, okay. Und die bringen halt auch dementsprechend die Scheiße halt. Ja, gut, viel bringen sie nicht, höchstens mit drei oder so. Ja gut, aber die kannst du ja verbessern, oder nicht? Ja. Ja, dann bringen sie Das noch mehr. Perfekt. So viel Müll.